So, herzlich willkommen im Studio. Jost baut Drums ab, hallo Jost. Hallo. Das ist das, was ich machen muss. Ja, hallo Hauke. Hi. Na, Rockstar? Na? Na? Alles frisch? Klar, und selbst? Auch. Schön die Tränke dabei. Klar, jetzt geht's los. Gitarrenschülerin sagt er auch gleich so. Oh, das ist aber schön. Ist das jetzt immer so? Okay, was sagst du? So. Bis. Wie fühlst du dich? Scheiß kaputt. Richtig gut. Ja? Ja. So, morgen ist es soweit. In einer halben Stunde sitzt die wie im Flugzeug und... I can't believe it. Me neither. Ja, wie gesagt, heute letzte Probe gehabt und nochmal die Stücke durchgegangen, ein bisschen Soundcheck gemacht. Das ist so der Status. Und alle sind irgendwie ein bisschen fertig. Platt. Aber Platt. Wir haben ja noch einen Tag Zeit zum ja. Ausruhen. Genau. So, Boys, euch auch nochmal, mit Hauke habe ich schon gesprochen. Wie geht's euch? Gut, Friends. Morgen geht's on the road. Auf jeden. Morgen geht's zum Flughafen. Jawohl. Pickup Service. Yes. Pickup Service. Und dann geht das los. Das wird geil. Genau. Und dann, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, was so passieren wird. Und ja, dann bis morgen. Zum nächsten Mal. Bis morgen. Bis morgen quasi. Bis zum Tag X. Bis morgen. Los geht's. Ab nach Hamburg. Ab nach Hamburg. Der, wie hat es Ole genannt? Der Star Express. Star Express ist on the road. Also, let's go. Bye bye. Duh. First things first. Naja. Das hat schon mal gut geklappt. Die zwei Planlosen unterwegs hier. Aber sowas von. Soll ich irgendwas machen? Fahr du Auto. Hey,
2000 Jahre später. Ja, moin. So, wir sind jetzt angekommen am Flughafen. Wir haben jetzt noch ungefähr, wie lang? 10 Minuten. 10 Minuten. Also, 10 Minuten landet er. In 10 Minuten landet der Flieger und ja, dann geht's wieder zurück in die Heimat. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen und sehen uns dann wahrscheinlich aus dem Studio. So ist es. So, dann bis zum nächsten Mal. Jo, cheerio. Wünscht uns viel Glück. Ja. So, Tag 1 im Studio. Wir sind jetzt da und hier im Vorraum wird gechillt. Hallo. Hallo. Till ist schon am Recorden. First verse and fly this and in how it goes. Is there a drum thing that happens? Let me hear the demo going into that real quick. There you go. Feel yeah, I don't know whether why it's not working with the fucking with a little bit more. No, keep the punch you had before, Rob. Oh, okay. And just punch in after it. I think I deleted. Ah. Okay. So, please. Okay. Till. Yeah, it's not that. We keep it and let's go to the bridge. Take me to the bridge. David to the bridge. Ja, sollte wieder hochkommen, aber man muss schon Dollar schmeißen. Dann ist sogar auffällig. Kommt das auch in den Song oder was? Das schneiden wir raus. Das wie beim Fußball, der dritte Gegner ist zu viel. Ist aufgeregt. Yeah, oder ein Recording. Total. Also Till wurde gerade ganz gut rangenommen. Mal sehen. No pressure. No pressure. Wie war's? Ja, das war eine Erfahrung auf jeden Fall. Sehr viel Kleinscheiß, alles aufs Raster. Ich dachte halt so, dass ich ein bisschen besser präsentieren kann, als ich jetzt mich präsentiert habe. Ach so, what? Alles gut. Er denkt sich, glaube ich, schon so, das wird nix. So, was passiert hier? We are switching some Hi-Hats. Okay. Wie fühlst du dich, Jauke? Läuft?
Ja. Ja. Geil. Ich lass dich mal in Ruhe. Alles gut. Nicht so viele Fragen stellen. Sounds like with the groove. That might work smoother. Because that doesn't have such an up on the kick, right? Yeah, okay. And then, don't be afraid. Yeah. You don't have to hit it super hard, but just a lot of times, like try play that beat again. Mm-hmm, okay. Now reach out and play the hi-hat over here. Okay. I do that to every drummer because did you notice when you're out here, it's more on top. Yeah. When you play here, you're laying it in your kick drum. Yeah, okay. Try that. So reach out and play it over here and just see what it sounds like. Snare aren't working together right now. There's, you know what I mean? Is that with the processing? No. Oh, let me hear it with the processing. No. Hey, now remember the other beat you had was boom, boom, catch, boom, boom, pat, boom, catch, boom, boom, boom. But you were gonna vary that. Then later on, the second half of the verse. So it builds a little bit. Something's got to change up a little bit. So, guten Morgen. Heute ist Tag Nummer 2. Fühlt sich schon an wie eine halbe Ewigkeit nach dem langen gestrigen Tag. Und ja, es folgen 8 weitere, in Summe 9 spannende Tage im Studio. Und ja, heute wird Golden Bass fertig gemacht. Da werden die Drums noch fertig gemacht und naja, vielleicht kommen auch ein bisschen Vocals dazu. Gestern wurden sie nur eingefügt von denen, die wir gestern schon hatten, also die in der Demo, eher auf dem Demo-Tape waren. Genau, und ja, es bleibt weiter spannend. Mal sehen, was heute sonst noch so passiert. Wir nehmen euch mit. Bis gleich, viel Spaß. Gib mal Gas. Und in der zweiten Hälfte tauscht du diese beiden hoch und das tief. Das ist ja das, was ich meinte. Ja. Nur der vor dem Chorus. Yeah. Korrekt? Four and then four. Genau. Yeah, in the second four have to be switched, right? Yeah, only in the second. Only in the second four. Yeah. It sounds really good. Bass sounds good. Okay. Bass sounds really good on this. So, once again. Twins are 2 years old. Yeah. That's maybe nothing you should have mentioned. But er sagte, ich habe ihm das schon vorher gesagt, dass ich den nochmal zur Probe mitbringe. Yeah. Und er sagte, ja, alte Saiten sind manchmal geiler als die neuen. Also weil es manchmal fürs Feeling und für den Sound manchmal tatsächlich geiler ist. Untenrum dann irgendwie besser kann. Cool. So Lenny, wie war's, unterm Grandmeister Bass einzuspielen? Ich fand's auch cool. Ja? Hat Spaß gemacht. Hat mich auch wohl gefühlt. Sehr cool. Ihr habt auf jeden Fall eine bombastische Foundation drunter gelegt. Ja. Ich denke, alles, was jetzt noch draufkommt, kann
davon zehren. Also voll gut. Richtig ja, geil. Mega. Ja genau, Lenny hat jetzt ein bisschen Bass eingespielt und jetzt wird die Gitarre noch gedoppelt. Und dann bin womöglich ich dran. Ich singe mich schon mal warm. Ja. Mir geht schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis, aber das wird schon. Die anderen Jungs haben es auch gepackt. Dann werde ich das, auch überleben. Wird schon. There's something that I'm hearing, but I think it's every time you hit the, let the note hang over. It's yeah. This one? Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. So, jetzt sind eigentlich alle Takes soweit im Kasten. Vocals kommen dann doch morgen. Es wird zu Hause nochmal aufgenommen, sozusagen, bei Till. Und jetzt sind wir schon am zweiten Song dran. Und der wird jetzt gerade wieder rearranged. Es wird This Fight werden, weil wir vom hardesten Song zum leichtesten Song gehen, damit wir am Anfang die Zeit haben und später hinten raus weniger Zeit für die leichten Songs brauchen, um maximal die Zeit zu nutzen und am meisten rauszuholen. Ja, und jetzt sitzen wir gerade da und rearrangen den nächsten Song. Macht Überstunden oder wie? Nee, eigentlich nicht. Das ist nur so ein bisschen nach. Jus macht nur so ein bisschen Überstunden. Nur so ein bisschen Überstunden. Gucken. Was ist dein Resümee des Tages, Jost? Ja, es ist natürlich alles ganz schön. Ja, was soll ich sagen? Ach, du filmst das auch noch. Ja, natürlich. Er hat gesagt, ein weiterer Tag des inspirierenden Knöpfe-Drückens. Ja. Das ist schon hart, ne? Du musst ganz schnell reagieren können. Irgendwie. Wenn die Ideen da sind, muss ich es technisch umsetzen. Ja, und das ja, machst du gut. Von daher. Gestern, ne? So immer, zack, zack. Ja, zack, zack. Aber es klingt echt geil und es läuft gut. Also tausend Dank an Jost. Yes. Yeah. Wow. Thumbs up. Thumbs up. Irgendwann dann gute Nacht, ne, Jost? Ja. So, Till, wie war's? War wieder top heute. Ja? Na? Ja, wieder ein anstrengender Tag. Golden Days ist eigentlich soweit. Golden Days steht, würde ich sagen. Golden Days steht. Morgen so ein bisschen, morgen Vocals. Ja, gut, aber vom Grund ja, steht's. Vom Grundgedanken steht's. Und das ist halt einfach richtig geil. Es ist richtig geil. Ihr dürft gespannt sein. Das ist, hat nichts mehr mit, wobei ihr kennt die Demo-Tapes gar nicht. Egal, mit denen hat es nichts mehr zu tun. Nein, es ist ein neuer Song. Es ist ein neuer Song und es ist ein so viel geilerer Song. Also Stevie hat es einfach. Da ist seine Handschrift drin. Ja, definitiv. Morgen geht's weiter mit This Fight. Da arbeiten wir jetzt gerade dran und ja, wir sehen uns dann, schätze ich. Ne? Erstmal ein bisschen Drums und dann genau. Ein bisschen Gitarre, Vocals. Same procedure as Golden Days. And every day. See you. Bye-bye. Bye.